Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir haben im letzten Part Lee verhört und jetzt da müssen wir irgendwas komisches hacken, damit Malik, unsere Pilotin, irgendwas machen kann, damit Lee jetzt da komplett im Popo ist. Denn ja, wir wissen ja vom letzten Part, dass er seine Freundin umgebracht hat und der hat es zugegeben. So, hier oben ist irgendwo. Hier geht's oben, okay. Wir müssen irgendwas hacken jetzt, da ich weiß noch ungefähr, dass das sehr, 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 sehr schwer ist. Und das Problem ist dann, wenn wir es nicht beim ersten Mal schaffen, wenn wir abbrechen oder keine Ahnung. Nein, ich glaube, wenn man abbricht, dann passiert nichts. Aber wenn man es nicht schafft, dann gehen diese ganzen Kollegen hier auf uns los. Und das wird, naja, nicht unbedingt schön. Ja, sehr Stufe 3, ganz toll. Mal nachschauen, wie läuft das hier? Gott, ey, ich sag's doch, nicht leicht. Oh Gott, okay. So haben wir den, okay. So haben wir den, okay. Also mitbekommen, also kriegen tun wir alles. Okay, fangen wir mal an. Der alle Seiten gleichzeitig. Okay, fuck. Das dachte ich mir. Spamming. Da rein. Shit. Das war so klar. Stoppung rein. Nukleus rein und tschüss. Zugriff gewesen. Ja, geschafft haben wir es. Boah, ist das schwer gewesen, ey Junge. Okay, Malik. Hack erfolgreich. Verifiziere das Signal. Komm schon. Komm schon. Okay, ich bin drin. Frequenzen sind frei zum Glück. Lade jetzt hoch und fertig. Wir treffen uns vor dem Hive, Jensen. Ich habe eine kleine Überraschung für unseren Freund Lee. Okay, vor dem Hive, wo ist jetzt der Ausgang? Kennen wir gar nicht mehr aus. Da ist mein Medic treffen, okay. So, jetzt bin ich mal neugierig. Überhaupt, warum ist so ein Steuerpult genau vor der Nase von allen? Da kann jeder ran. Ich glaube nicht, dass wir die einzigen hier sind. Hier waren ja im Club, die was augmentiert waren. Naja, komisch. Ich sag's doch, das Spiel ist nicht unbedingt logisch, aber okay. Muss ja auch nicht sein. Spaß macht es ja. Oh Mann, komm, lade. Danke. So, super. Okay, hier treffen, okay. So, ich bin hier. Jensen, Malik. Nehmen Sie erstmal das. Ich wollte es eigentlich selbst benutzen, aber nach allem, was Sie getan haben, haben Sie es mehr verdient. Und was werden Sie jetzt tun? Ja, ich Praxispunkt. kümmere mich noch um ein paar lose Enden und sorge dafür, dass der Autopsiebericht bei den richtigen Leuten landet. Diesmal werden sich die Horns nicht freikaufen können. Lees Geständnis ist eindeutig. Zusammen mit den Beweisen der Autopsie kann er sich einer Anklage nicht entziehen. Die Gerechtigkeit wird sie. Oh, das wird sie in der Tat. Bleiben Sie doch noch ein Weilchen hier. Ich habe eine kleine Überraschung für unseren Freund Lee. Hi, vor seit dem Aufhören, okay. Haben Sie den Hive im Blick? Gleich ist Showtime. 2 Delta. Hä? Einfach nur zusehen. Ey! Wie cool. Mörder. Erinnern Sie mich daran, Sie niemals zu verärgern. Nach allem, was Sie hier für Evelyn getan haben und für mich, müssten Sie sich da schon ziemlich anstrengen, Mister. Cool. Verschiedene Ideen können irgendwas. Name Lee Hong. Success Score. Male Age 32. Okay. Bluttyp D. Sie hat sogar Bluttyp. Ey, jetzt geht's aber los. Respect to Cones. Irgendwas. Wanted to the murder of Evelyn Carmichael. Das ist cool. Murderer. Geil. Ah. Echt geil. Wow. Respekt, Malik. Okay, ein Praxispunkt haben wir. So, und jetzt kommt ja endlich mal die Hauptmission hier. Soll nicht. So, jetzt müssen wir noch meinen Elliskan-Putz laufen. Oh, jei. Exakt, Eckert. So, aber was unbedingt fürs Wichtige, eine wichtige Augmentierung brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben Unsichtbarkeit, haben wir etwas. Lautlos Eisschalten haben wir.
Laut das Ausschalten haben wir. Wir kriegen keinen Fallschaden. Eigentlich haben wir das Wichtigste jetzt. Jetzt können wir eigentlich unsere Heckaugmentierungen und unsichtbare Augmentierungen können wir jetzt eigentlich alle aufrüsten. Aber das werden wir machen, wenn wir mehr Augmentierungspunkte haben. Ich meine, hallo, wir haben Nutzen. Wir haben einen Augmentierungspunkt, also mit einem fangen wir nicht viel an. Aber man kann sogar noch mehr durchschlagen, genau. Ah, da kostet aber nur einen Augmentierungspunkt, glaube ich. Ja, ich glaube einen. Ah, oh Mann, ey, komm. So, thank you. Die sind hier eigentlich. Das gleiche wie irgendwo anders. Kommt hier rein? Nö. Au, au, au. Okay, hier. Ist kein Tresor. Oder safe. Kann man hier durch? Sag mal, hier muss man nicht durchkommen. Was soll denn das? Ich will nicht durch. Ja, ich kann die Fetzen von den Mikrodonst verschwinden einfach. Plopp. Ist logisch, ne? Jetzt kann man das endlich auch aufhören. Ist nix. Ist auch nix. Okay. Das Blöde eigentlich. Ihr könnt jetzt das mal hacken. Das Blöde an dem Kack hier ist, dass die sogar Batterie verbrauchen. Also wenn man die ein bisschen schmeißt, dann verbrauchen die so viel Batterie, das ist nicht mehr schön. So, und was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen beim Hacken, man kann auch den Terminal selber hacken, also von dem das Signal auskommt, die was uns hacken wollen. Kann man auch selber hacken, aber ich glaube, da dürfen die gar keine Aufmerksamkeit erregen. Wie muss man, ja sicher, ey, was ist los? Oh, die kann man hacken. Sogar so, ja. Zack. Okay, so kriegen sie auch nichts mit, aber ich weiß gar nicht, ob das sowas unbedingt bringt. Also, jetzt haben wir zwar einen Stoppwurm, aber naja. So, was ist hier? E-Book? Yay. Super interessant. So, Computer, sicher schon für 3. Earth-Garden, Alice-Garden, ist klar. Sie sind fast das gleiche jetzt wie vorher. Okay. So. Der hat sie doch nicht mal. Oh shit, oh shit, oh shit. Yay. Nuke-Virus, yay. Okay, es bringt sich schon viel, wenn man den eigenen Server hackt. Dann ist er gut. Dann probieren wir das jetzt immer. What the fuck? Wie viel? 47 Millionen 500... Nee, Quatsch. 47 Milliarden 500 Millionen Credits. What the hell? So viel Credits möchte ich mal haben, ey. Jungs. Und Pot 118 müsste schon irgendwas. Hier ist ein Tresor. Und hier ist auch ein E-Book. Wie viele E-Books hier sind. So, die kriegen ja hoffentlich nichts mit. Ja, können sie nicht mehr, weil das wäre ein bisschen ungünstig. Okay. Ja, ist klar, ne. Alter. Okay. Und tschüss. Yay, es bringt sich wirklich sehr viel. Nuke-Virus und Stoppwurm haben schon gekriegt. Credits, wie viel? 1015. Yay. Das hat sich wirklich gelohnt, dass wir hier reingegangen sind. So. Du, wir haben nichts gemacht. Ne? Eigentlich ist ja eine Tür offen, oder? Komisch. Der war da hier drin. Also der hat hier alles gehackt und ganz so ausgeraubt. Wir wissen von nichts. Bier. So, jetzt können wir endlich mal die Hauptmission weitermachen, weil das kann ja nicht sein. 20 Jahre brauchen für Hauptmission. So, oder 20 Jahre für das Spiel brauchen, das eher. So, Kollege. Vergessen Sie es, Mann. Sie sind nicht mein Typ. Das wird dir kein Date verbrochen. Reden wir über Sie und ein paar Freunde von Ihnen in Detroit. Detroit? Ja, okay. Alles klar, Sie gehören zu Seraph, oder? Sie waren dort, als ich den Stecker ziehen musste. Sie geben es also zu. Das war Ihr Maulwurf. Ein Hack, Mann. Nur ein Hack. Der Job war die dümmste Entscheidung meines Lebens, die man unschwer erkennen kann. Sie haben meine Leute attackiert, Windmill. Wenn Sie damit durchkommen wollen, sagen Sie mir, was Sie wissen. Ganz ruhig, Junge. Ich schulde dieser Schlampe nichts, die mich angeheuert hat. Zumal sie mich zum Abschluss freigegeben hat. Das Mädchen, das Sie suchen,
heißt Zhao Yunwu, die Chefin von Taiyong Medical. Taiyong Medical? Das sind Seraphs größte Konkurrenten. Wie denken Sie, sind Sie das geworden? Zhao mag keine Konkurrenz, okay? Hacken, verleumden, erpressen. Sie tut alles, um die Konkurrenz zu destabilisieren. Nicht so ungut, aber Seraph war nicht ihr erstes Opfer. Können Sie das beweisen? Es gibt ein Überwachungsvideo im Taiyong Tower. Ich habe es auf einen Server geladen. Sozusagen als Lebensversicherung. Kein besonders cleveres Versteck. Immerhin arbeiten Sie nicht mehr dort. Ich konnte es nicht mehr sichern. Deshalb müssen Sie es mir besorgen. Natürlich können Sie da nicht einfach reinspazieren. Sie brauchen einen Mitarbeiterausweis mit Ihren biometrischen Daten für den TYN Shuttle. Lassen Sie mich raten. Sie wissen, wo ich einen bekomme. Ich bin immer vorbereitet. Es gibt da einen Wachmann. Hat eine Schwäche für Frauen. Sie finden ihn im Hong Hua Hotel, oberster Stock, Eckzimmer. Klauen Sie seine Karte, während er beschäftigt ist. Und bringen Sie sie her, damit ich sie mit den biometrischen Daten aus Ihrem Pass kodieren kann. Ich war da, als Sie den Maulwurf ausgeschaltet haben, Frau Kunde. Denken Sie, ich traue Ihnen? Das müssen Sie, wenn Sie den Beweis wollen. Und jetzt gehen Sie, Seraph, Mann. Und lassen Sie sich von dem Gerabble nicht zu sehr ablenken. Okay, Mitarbeiter aus des TYM irgendwas finden. Okay, also von Hong Hua Hotel, wie man das nennt. Haben wir schon mal gehört. Das ist ja dieser Stripclub, glaube ich. War das der? Ich glaube, ja sicher, hat er gesagt, der steht auf Frauen. Das würde natürlich heißen, dass er dort drin ist, logischerweise. Okay, dann müssen wir dorthin, dann müssen wir wieder zurücklaufen und dann geht's jetzt wirklich wieder weiter. Und dann müssen wir, oh Gott, dann müssen wir dorthin, da wo dieser Wandbuben gearbeitet hat, müssen wir dort was klauen und oh Gott, der Junge. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Ich glaube, dass wir dann 1000 Folgen Let's Play. Ne, Quatsch. Ich schätze so ungefähr 30 Folgen oder so. Ich glaube, das ist jetzt da ungefähr 14, 15. Entweder Part 16 oder Part 17 ist das jetzt, das was ich jetzt aufnehme. So. Und wir haben sowieso noch 3 Endgegner auch. Also, puh. Nicht schlecht, Herr Specht. So, lalala. Jump. Ja, diese Augmentierung können wir uns auch noch holen, dass wir höher springen können. Das würde eigentlich sehr gut sein, denn... Es gibt auch, glaube ich, noch versteckte Orte irgendwo, die was ganz oben sind. Da muss man schon gut spielen können. Also wir kriegen es keinen Fallschaden mehr, wenn wir es kaufen würden. Ah, hier. Ist das jetzt der Vordereingang? Schaut wie eher aus wie der Hintereingang. Aber okay. Hey, warte mal. Ich kenne ihn noch, Kollege. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Immer wenn ich aus der Upper City komme. Ich meine, hier ist alles gut ausgeschildert. Aber die chinesischen Namen machen mich fertig. Ja, ich kann auch nicht Chinesisch, also... Beispiel, das verstehe ich nicht, außer das. Ja, Hong Hua Hotel, Alter, was für ein Name. Ist das eine echte? Oder ist das ein Computer? Kann beides sein. Was ist hier drin? Bachala, Chakra. So, was ist hier drin? Lin Fu Ren, kennen wir dich? Sie wollen Beste in die Stadt? Sie hier richtig. Sie sich überzeugen selbst auf Computer. Achso, das ist auch so ein Waffendealer, so wie in Detroit. Okay, supi. So, können wir irgendwas verkaufen, irgendwas Unbedeutendes? Nö. Ja, rein Bier. Was kostet mehr? Das haben wir das weg. Und, okay, was? So, hast du irgendwas zum Verkaufen? Armbrustbolzen? Nee. Wir haben nicht mal eine Armbrust. Schalldämpfer, das brauchen wir unbedingt für unsere Pistole. So, Position, ne? Der hat viel. Der hat sogar noch Geld, aber what the fuck. Das brauchen wir. Sehr schön, supi, danke. Danke, kommen wieder. Ich komme wieder. So, Schalldämpfer, Pistole. Zack, zack.
Ah, bam! Jetzt haben wir die Pistole ausgelöst, ohne Ende. Yay, geil. So, ist hier was drin? Was sind denn hier drei Spinte? Was sind hier drei Spinte, wenn es so nichts sehen? Das ist bescheuert. Kamera, okay. So. Was? Prostituiert. Oh Gott. Darf ich hier rein? Scheinbar. Ein normaler Zivilist darf natürlich hier rein, ist logisch. Ah, okay. Hacken wir mal. So. Oh. Okay. Sieht eigentlich gleich aus. Ja, eigentlich aber nur. Halleluja. Ja, ist klar, ne? Man wollte mich verkohlen, oder was? Okay, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben alles mitbekommen. Mit was immer. Dollar und Credits. 137 Sippi. So. Die stört das echt nicht. Was ist denn hier los? Die stört das voll nicht, wenn ich hier in einem fremden Computer hacke. Ist klar. Ja, warte, das ist mein Netz. Okay. Boah, Junge. Wieso seid ihr am besten? Naja, auch nicht unbedingt. Oh Mann. Ich hab's gewusst. Hau mal her. Hau her. So, komm, nach. Hab ich eine Ewigkeit. Fuck off. Komm, ich will die zwei. Nimm mit! Alter, voll ins Gehirn gekotzt. Was ist hier los? Okay, das andere haben wir nicht bekommen, aber mein Gott, 200 Credits, das passt schon. Also die Kamera können wir ausstellen, warum? Könnten wir den töten, aber können wir dann noch was kaufen? Ich lasse die Kamera mal. Was soll ich das bringen? Da kann man den zwar töten, aber kann man das noch was kaufen? Was? Okay, also man dürfte nicht drauf, denn die zwei haben Zoff scheinbar. Aber das ist uns eigentlich egal, denn wir flashen den Wei oder Chen oder Wei Chen. Flashen wir einen, dann ist Feierabend hier. Obwohl das jetzt hier noch nicht. Okay. Komm, mach zu. So, dritter Stockwerk, oh Mann, ey, wie groß ist denn das? Oh nein, jetzt sag nicht, ich hab mein Portemonnaie bei May vergessen. Was? Hey Mister, könnten Sie da mal reingehen und so tun, als wären Sie ein Kunde? Könnte den Streit beenden. Ah, hier müssen wir rein, okay, passt. Super. Ah, okay, okay. Kollege, pass mal auf. Tut mir leid, Sir. Ich wusste nicht, dass May einen Kunden hat. Wisst ihr was? Schlaf gut, Fotze. Du bedrohst dir keine Frau, Homo, Fürst. So. Alles okay. Ach komm, hey, mach, Mann. So, ich bin nur ein Frauenheld, okay? Kein Problem. Aha, eine Waffe auch, hä? Schießen wolltest du die, du schwanzblöder Penis. Ja, fick dich doch. Komm ins Klo mit dir. Ins Klo. Komm. Schmeckt gut, hä? Penisprothese hier. So, verpiss dich von mir.
Ich kann dich natürlich killen, denn ich habe einen Schalter im Fahrer, aber nee, so bin ich auch immer nicht. So, Waffe mitnehmen. Na, Lady, der Kollege wollte sie töten und sie haben Angst vor mir. Was ist jetzt wieder los? Oh Mann, ey. Ja, schlaf gut, du Fotze. Boah. Ich hab, also Leute, wenn ihr jetzt da denkt, ich bin so ein Vollhorst, nein, ich hab die geredet, also. Kein Stress hier. Der hat eine Waffe, also. Haben die, was ich denke? Nee, Quatsch. Hier ist nicht mal wer. Wo ist denn das jetzt hier? Hä? Also noch ein Stockwerk, weil da drüben oder was? Tatsächlich, okay. So, hier ist das dann. Jo. Die sind hier. Die ist jetzt schon wieder. Anscheinend hat Tai Yong Medical ihn und die Söldner angeheuert, um uns zu destabilisieren. TYM? Denen gehört bereits der Löwenanteil des weltweiten Augmentierungsmarkts. Wozu Van Bruggen? Um den Rest auch noch zu kriegen. Hoffentlich kann ich das beweisen, wenn ich Van Bruggen diese Smartcard zurückbringe. Wenn Sie Verstärkung brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay. Van Bruggens Mitarbeiter aus was bringen. Okay, super. So, hat ihn auch immer so einen Schock von vorher? Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Halt, okay. Sie sind kein Freier, oder? Woran sehen Sie das? An Ihrem Gang, Ihrem Auftreten. Und wie trete ich auf? Wie ein Polizist. Oder ein Soldat. Wie ein Geschäftsmann. Also, warum sind Sie hier? Ich habe Ihren Streit gehört. Worum ging es dabei? Ich soll mich augmentieren lassen für einen Freier. Das ist krank. Wenn die mich anfassen, kündige ich. Klang nicht so, als würden Sie das zulassen. Tun Sie auch nicht. Ich habe ziemliches Glück. Ich bin schon am längsten hier. Das hat Vorteile. Aber die neuen Mädchen, die haben nicht so viel Glück. Wie meinen Sie das? Sie werden zur Augmentierung gezwungen. Das ist übel. Eines der Mädchen, die Ning, sie ist seit Tagen verschwunden. Ich fürchte, die haben sie gezwungen, sich augmentieren zu lassen. Sie scheinen ein guter Mensch zu sein. Ich bin verzweifelt. Bitte, helfen Sie mir. Ich bezahle sie auch. Na okay, Bezahlung, dann okay, wird das über Ning mal. Warum denken Sie, wurde Ning entführt? Früher hat uns niemand zur Augmentierung gezwungen. Aber immer mehr Mädchen lassen was machen und verdienen dadurch mehr. Seitdem setzen sie uns unter Druck. Reinrassige wie mich heuern sie schon gar nicht mehr an, weil sie nicht so begehrt sind. Ist Ning auch reinrassig? Ja, oder zumindest war sie das. Die haben sie ziemlich unter Druck gesetzt. Aber selbst als sie schlugen, hat sie Nein gesagt. Was, wenn sie zu der Operation gezwungen haben? Ning ist nicht die Erste und sie wird nicht die Letzte sein. Okay, und was mit der Polizei? Ist das nicht die Aufgabe der Polizei? Stimmt das? Ist das nicht die Aufgabe der Polizei? Die Polizei überlässt Lower Hinscher Belltower. Und Belltower schaut weg, wenn die Triaden bezahlen. Sie scheren sich nicht um meine Freundin oder die anderen Mädchen, die zwangsprostituiert werden. Wow, okay. Und wer sind Sie? Sie reden immer von Ihnen. Wer sind Sie? Früher war das Honghua Hotel unabhängig. Damals hat die örtliche Polizei für unseren Schutz gesorgt. Und weil unser Haus sauber und sicher war, haben sie weggesehen. Aber plötzlich war alles anders. Was ist passiert? Seit Belltower in Lower Hengshan die Polizei stellt, beschützt uns niemand mehr. Und so hat ein Drogenbaron unser Hotel übernommen. Seitdem hat sich viel geändert. Und wir können nichts dagegen tun. Aha, okay. Teils. Aufgabe. Was soll ich machen? Das heißt, die Mädchen werden unter Drogen gesetzt und nach Daigon gebracht. Dort warten sie dann, bis der Arzt kommt. Ich möchte, dass sie sie finden. Finden sie raus, wo Ning festgehalten wird. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Und jetzt, da kommt's. Sie sagten, sie bezahlen mich. Über welche Summe reden wir hier? Wenn sie Ning befreien, zahle ich gut. 1000 Credits. Mehr, wenn sie mir noch einmal helfen. Okay, also nochmal. Noch eine Aufgabe nach dem. Okay, ich mach's. Okay, ich helfe Ihnen, Freunde. Danke. Ich wusste, ich habe mich nicht in Ihnen geirrt, Mr. Jensen. Mr. Jensen. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Sie müssen Ning finden, bevor die Sie an die Kette legen. An die Kette?
Ja, so nennen sie es. Sie behalten die augmentierten Mädchen unter Kontrolle, indem sie sie mit Neuropozin versorgen. Ich weiß nicht, wo sie Ning festhalten, aber sie muss irgendwo in Daigong sein. Eine Ortsangabe wäre hilfreich. Wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Aber es gibt hier einen Rausschmeißer, Chun Li. Er arbeitet für diese Leute. Er geht oft aufs Dach zum Rauchen. Suchen Sie ihn dort. Vielleicht können Sie ihn ja überreden, Ihnen das Versteck zu verraten. Okay, wer ist sonst noch was? Haben Sie sonst noch was für mich? Ja, die Männer, die Ning festhalten, arbeiten vermutlich für eine Triadenbande, die Harvester. Ah, okay. Halten Sie nach ihnen Ausschau, dann finden Sie Ning vielleicht. Alles klar. Okay, Harvester. Ning finden, mit Chuan Di reden, okay. So, warum ist der eine Punkt hier weiß? Das heißt, dass der nicht uns mag. Naja, egal. So, Chuan Di. Okay, Leute, ich weiß, ihr wollt wahrscheinlich mit der Story vorankommen, aber ich will die Nebenmission natürlich auch machen, denn das gehört ja auch. Okay, es gehört eigentlich nicht zur Story, aber trotzdem. Jetzt nehmen wir. Wo sollte sie sonst sein? Das Mädchen handelt sich eines Tages garantiert noch eine Menge Ärger ein. Ich glaube, das hat sie bereits. Und uns, wir glauben langsam zu einer Angst. Aha, okay, sie schaltet sich nicht mehr unten, denn Edgar liegt flach. So, Kollege Chuan Li, du Schwanz. Sehr scharf, bevor ich dich umlege. Hey, pass mal auf. Ich muss mit ihm reden. Aha, worüber? Nee. Versuchen Sie es mit dem Telefonbuch. Ja, genug. Ihre Freunde halten sich fest. Es würde sich für sie lohnen, wenn sie mir sagen, wo. Für mich lohnen? Ja, mag sein. Dann lassen Sie mal ein paar Scheine sehen. Vielleicht verrate ich Ihnen dann, wo Sie sie finden. Ja, was soll ich uns machen? Hier. Also, wo ist sie? Okay, aber das haben Sie nicht von mir. Die halten sie in einer kleinen Seitenstraße hinter dem offenen Kanal in Daigong fest. Schätze, dass sie einige der Typen bewachen. Gute Nacht, Bitch! Du zockst mir ja nicht mein ganzes Geld weg, du schwanzlose Ratte. So, dankeschön. So, eine Schaufelnde ist für dich nichts, Kollege. So, die verstecken wir ein bisschen besser. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit hier. Das Geld zum Übergeben, also wenn man so viel Geld hat, und ja, dann einfach K.O. schlagen und fertig war es. Man könnte natürlich auch töten, aber ich glaube, dann würden diese zwei Leute mitbekommen, dann würden sie Angst haben. Okay, so, jetzt müssen wir nur noch raus hier, und dann müssen wir Ninges suchen, oh Gott. So, aber Chuan Li, oder wie der jetzt geheißen hat, hat er gesagt, irgendwo so in der Nähe, irgendwo. So, warte mal, die Hauptmission, da tun wir jetzt kurz mal weg. So. So, schlüssig. Kann man hier was kaufen? Ich will hier was. Oh, nee, Quatsch. Okay, dann haben wir mal hier jetzt ab. So. Holle Dill, irgendwas. Okay. Krzysztofski, so, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir hin? Genau, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Polizei? Alice Garden, schon wieder nicht Alice Garden Putz. Zeigt uns das jetzt an. Wir sind schon wieder nicht Alice Garden Putz, das nervt. Jump. Warum sind die eigentlich Panzersperren mitten Fußgängerweg sind Panzersperren? Das ist ja bescheuert. Wie ist denn das jetzt hier, hä? Okay, irgendeine Miete. Meines bin ich komplett falsch gelaufen. Ganz da. Jetzt kann ich wieder aus und umgehen. Ich bin so ein Held. Wege, du bist so ein Honk. Ich sag dir was. So, wo ist denn das jetzt hier eigentlich, hä? So, papa, hier, okay. Hier sind die Schweine scheinbar. Okay, ja, links. Links hinten passt. Links Wache eliminieren, okay. Hier hinten ist scheinbar auch jemand, das zeigt uns das Radar kurz an, und hier ist auch jemand, ganz klar. So, nochmal zack.
Gute Nacht. Wenn ich den daneben geschossen habe. Nee, sehr schön. Und. Mann, ey, das nervt. Das machen wir jetzt noch kurz hier. Die, den einen erledigen. Und dann beende ich den Part für dabei. So. Voller den. Geil! Richtig. Machen beide auf. Zack. Komm, geht liegen. Kein Bock mehr. Zack, voll die Eier. Nee, voll daneben. Geil. Alter, ich kann nicht treffen. Das ist schlimm mit mir. Junge. Jetzt rechts. Ach, halt's Maul. Bam, bam. Gute Nacht. Tschüss. Boah, Junge. Okay. Dann sag ich mal, sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir jetzt Link herausholen oder herausfinden oder was auch immer. Okay, dann sag ich mal, bis dann. Tschüss.